Moinsen, Leute! Ich bin jetzt in Neuseeland angekommen und wie angekündigt mache ich täglich hier mein Vlog. Und heute Neuseeland, Auckland. Ja, der Flug, davor hatte ich am meisten Angst. Und mir wurde gesagt, dass es 25 bis 30 Stunden dauert. Es war schon etwas weniger. Wir sind von München nach Doha, Katar geflogen. Das waren so knapp 6 Stunden oder so. Und dann habe ich da 3 Stunden Aufenthalt gehabt und danach so knapp 16 Stunden nochmal hierher geflogen. Allerdings war der Flieger angenehm besetzt. Das heißt, ich hatte 3 Reihen, wo ich mich ja die ganze Zeit eigentlich hinlegen konnte. Gut geschlafen, hier angekommen, Auto geliehen und sind ja alle mit also Rechtslenker. Das heißt, hier ist Linksverkehr. Da kam ich erstmal durcheinander. In einer Verkehrsinsel bin ich dann fast falsch rumgefahren, weil ich da hingeblinkt habe. Aber dann haben sie mich Gott sei Dank noch verwarnt und bin dann richtig rumgefahren. Ja, Auckland. Ich habe bisher noch nicht viel gesehen. Ich habe nur Flughafen gesehen und von da aus hierher. In Trance kannst du fast sagen, dass ich hierher gefahren bin, weil es ein 12 Stunden Unterschied. Ich bin jetzt immer noch todmüde, obwohl ich mir 2 Koffeintabletten schon reingepfiffen habe. Aber irgendwie, keine Ahnung, werde ich nicht wach. Jetzt ist gerade hier, schauen wir mal auf die Uhr, 15.21 Uhr. Ist bei euch dann halt 3 Uhr nachts, also 3 Uhr 21, genau 12 Stunden Unterschied. Mein Suite, ja, ist super geil. Also ich habe hier ein nettes, ja, Zimmer kann man nicht sagen. Ist schon Suite, also mit Küche, mit allem drum und dran. So, der erste Schock kam jetzt beim Einkaufen. Ich kann euch das mal zeigen. Und dann könnt ihr mal schätzen, was das gekostet hat. Also die Neuseeland-Urlauber, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Also das ist alles hier, ja, ein paar Oats, dann Mandelmilch, dann habe ich da auch noch mal ein bisschen Müsli und so weiter zum Aufladen, Honig, Ananas, Reiswaffeln, ja, Reis, Bananen und so weiter, Salz, bisschen Fleisch noch da und da, Hähnchen, Öl, ja, bisschen Gemüse und Eiklar haben sie hier auch, schaut mal her, das sind Tüten. Sind genau 980 ml drin. Ratet mal, was es gekostet hat. Ich sage euch nur, Eiklar 980 ml hat schon 10 Dollar gekostet. Und Euro ist, ja, nicht 1 zu 1, aber ich habe 500 Euro gewechselt und habe dafür 625 Dollar, neuseeländische Dollar, gekriegt. Die Scheine sehen ganz lustig aus von denen, also das finde ich richtig geil. So, schaut mal her, 50 Dollar Schein, schaut, da kann man die Finger sehen, die sind durchsichtig da. Also sehen ganz cool aus, allerdings ist es alles sehr, sehr teuer. Mein Einkauf, was ihr gesehen habt, das reicht gerade mal noch nicht mal für 2 Tage aus. Zum Aufladen bräuchte ich nochmal Fleisch. Und das waren insgesamt 116 Dollar und 60 Cent. Also wirklich, ihr habt euch nicht verhört. 116 Dollar und 60 Cent. Wenn ich das hier irgendwo bei Lidl oder sowas einkaufen würde, wenn sie Eiklar hätten, würde das, ja, ich glaube, noch nicht mal 25 Euro kosten. Also es ist das 4-5-fache fast. Okay, ich muss auch dazu sagen, ich wollte mir heute Abend so eine Zigarette gönnen. Also eigentlich bin ich ja nicht Raucher, hab mir gedacht, okay, komm, holst du mal eine Schachtel West. Das hat nochmal 22 Dollar und 30 Cent gekostet. Das hier, eine Schachtel mit 20 Zigaretten, kostet 22,30. Da hätte ich mir eine Stange kaufen können. Aber naja, wenn man es nicht weiß, ist es halt so, ne? Und dann, wo er das schon eingebonkt hat, war es schon zu spät. Und ich als Nichtraucher, ich werde vielleicht höchstens in den 7 Tagen 2 Zigaretten rauchen. Naja, wertvolle Zigaretten. Das zu meinem Vlog für heute.
Die Form, ja, ich habe ziemlich viel Wasser gezogen. Ich hatte noch auf der Waage gerade eben noch so 95, noch was. Also ich darf 92,9 wiegen. Es wird schon. Das ist jetzt nur der Bauch, also jetzt ist auch ein bisschen Wasser raus, aber bis morgen müsste es 2 Kilo weniger sein. So, das dazu. Heute werde ich noch einmal trainieren. Ich habe heute Morgen schon 30 Minuten Cardio gemacht und dann schauen wir mal, wie die Form ist. Ich arbeite hier auch neuerdings mit einem Coach zusammen. Ich werde nach meiner Meisterschaft auch, also ich habe ja nochmal in Florida, werde ich Ihnen auch bekannt geben. Das ist übrigens das allererste Mal, dass ich mit einem Coach arbeite. Und schauen wir mal, was wir daraus machen. Alles klar, Leute, dann schaut rein, kommentiert ruhig und Neuseeland-Rundgang können wir auch nochmal machen. Bis demnächst, würde ich sagen, und aus.